Hallo und herzlich willkommen zurück bei Topvergleich. Heute geht es um die drei besten WLAN-Überwachungskameras auf dem Markt. Wir haben uns viele verschiedene Kameras angeschaut und möchten euch jetzt hier nun mal unsere Top 3 Auswahl geben, und zwar aus drei Kategorien. Einmal der besten Variante für den günstigsten Preis, dann allgemein unserem Preis-Leistungssieger und zum Schluss noch dem Profi-Modell mit den besten Funktionen und Leistungen. Die Produktlinks zu all den WLAN-Überwachungskameras findet ihr auch in der Videobeschreibung und lasst uns gerne eine Bewertung unter ein Abo da, wenn euch dieses Video hier weiterhelfen konnte. Aber jetzt lasst uns loslegen mit der ersten Kamera, dem besten Modell für den geringsten Preis, und da haben wir für euch die ISWIS CTQ3N. ISWIS ist ein in Deutschland noch nicht allzu bekannter Hersteller von smarten Überwachungskameras, welche meist mit sehr starken Funktionen zu unschlagbaren Preisen kommen. Und so ist es auch bei der CTQ3N, welche eine Kameraauflösung von 1080p, also Full HD, besitzt. Mit diesem Full HD Modus und auch drei verschiedenen Nachtsichtmodi, mit denen die Kamera kommt, kann sie sowohl bei Tag als auch bei Nacht eine starke Farbansicht bis zu 30 Meter Reichweite garantieren. Leider ist die Kamera nicht neig- oder schwenkbar, sondern ist ja starr, kann aber, was den Winkel angeht, jederzeit sehr, sehr easy verstellt werden. Natürlich ist die ISWIS-Kamera wasserfest, es ist eben eine Outdoor-Kamera, welche mit WLAN funktioniert und dementsprechend auch jederzeit durch sein Smartphone gesteuert werden kann. Beziehungsweise hat man hier jederzeit eine Live-Ansicht in Echtzeit und das sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Mit dabei ist hier aber nicht nur das Bild, sondern auch noch der Sound. Die Kamera besitzt nämlich ein eingebautes Geräuschunterdrückungsmikrofon, welches aus bis zu 5 Metern Entfernung klaren Klang aufnehmen kann. Mit dabei haben wir hier auch eine AI-Personenerkennung. Der eingebaute Algorithmus der Kamera erkennt also Bewegungen von menschlichen Wesen und gibt dann in Echtzeit Benachrichtigungen an das eigene Smartphone, wenn ein Mensch im überwachten Bereich erfasst wurde. Und auch ist die Kamera per Alexa-Sprachsteuerung ganz einfach steuerbar, genauso wie auch zum Beispiel über das Smart Home System von Google Home. Ja, und wie gesagt, finden wir hier vor allem die Kameramodi so gut, dass wir beispielsweise eine farbige Nachtsicht hier sogar dabei haben, und auch hat die Kamera eine PQ-Technologie, durch die Überbelichtung sowohl bei Tag als auch bei Nacht vermieden wird und man somit immer optimale Bilder mit der Kamera erhält. Gespeichert werden die Daten dann beispielsweise über eine SD-Karte, bis zu 256 GB kann man hier einlegen, oder beispielsweise über die ISWIS Cloud-Plattform. Für diese zahlt man allerdings einen kleinen monatlichen Beitrag, was aufgrund des geringen Preises der Kamera aber nicht allzu schlimm sein sollte. Ansonsten kann man, wie gesagt, eine SD-Karte hier einlegen. Ja, also die ISWIS Outdoor WLAN-Kamera, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns für Leute mit geringem Budget. Ansonsten würden wir doch zu etwas teureren Kameras raten, beispielsweise zur nächsten Kamera, welche für uns in diesem Vergleich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt. Und zwar geht es hier um die Zitronic PTZ Dome Wi-Fi Outdoor-Kamera, welche wir auch schon in anderen Videos auf unserem Kanal als klasse Outdoor-Kamera vorgestellt haben. Das Modell, welches noch unter 100 Euro zu haben ist, kommt ebenfalls mit einer Full-HD-Auflösung, also bis zu 1080 Pixel, und besitzt ebenfalls eine farbige Nachtsicht. Sehr gut gefällt uns bei dieser Kamera seine hohe Abdeckungsreichweite. Die Kamera ist nämlich sowohl in 355 Grad, also fast einmal komplett schwenkbar, und bis zu 90 Grad neigbar. Außerdem besitzt sie einen fünffachen optischen Zoom, und das Besondere ist, dass diese Kamera wirklich sowohl den Zoom als auch die Schwenk- oder Neigung automatisch, also je nach menschlicher Erfassung, aktivieren kann. Diese automatische Verfolgung der Kamera wird durch ein eingebettetes KI-Deep-Learning-System gesteuert, durch den die Kamera Menschen von Tieren unterscheiden kann und diese dann, wie gesagt, automatisch verfolgt. Dadurch werden nicht nur Fehlalarme vermieden, sondern man bekommt dann auch sofort eine Benachrichtigung auf das eigene Handy, sollte ein Mensch erkannt werden. Ja, wasserfest ist die Kamera natürlich auch. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Outdoor-Kamera, und da es eine WLAN-Kamera ist, kann man diese natürlich über sein Smartphone jederzeit einsehen. Aber nicht nur das, sondern auch beispielsweise über andere Android-Geräte, über auch Windows-Rechner oder auch Apple Mac-Systeme. Das alles ist hier beispielsweise durch FTP-Server möglich. Man kann auch bis zu 4 Geräte auf einem Bildschirm von Zitronic überwachen und somit sein Haus beispielsweise aus vielen verschiedenen Winkeln gleichzeitig überwachen. Man kann hier auch weitere Benutzer noch in dieses System einbinden, beispielsweise enge Freunde oder Familienmitglieder, sodass hier die Überwachung von mehreren Personen gleichzeitig stattfinden kann. Zudem kommt die Kamera mit einer Zwei-Wege-Audio-Funktion. Man kann also nicht nur hören, was beispielsweise vor der eigenen Tür los ist, sondern auch mit dem Besucher sprechen. Das funktioniert natürlich durch das Smartphone und die Lautsprecher, die bei der Zitronics-Kamera integriert sind. Gespeichert werden die Videos hier bei dieser Kamera auf der SD-Karte. Sie besitzt einen SD-Karten-Slot und man kann hier auch alle Aufzeichnungen einfach über seine Devices downloaden. Also für uns ist diese Kamera der absolute Preis-Leistungssieger, weil sie alle für uns wichtigen Funktionen einer Outdoor
WLAN-Überwachungskamera besitzt. Der größte Punkt ist für uns hier vermutlich die automatische Bewegungserkennung mit der starken Neig- und Schwenkbarkeit und die Zwei-Wege-Audio. Und das alles für noch unter 100 Euro. Mehr Infos zur Citronix PTZ über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Wo allerdings auf jeden Fall noch deutlich mehr geht, das ist die Bildqualität. Full HD ist zwar schon ganz gut, aber wer sich hier wirklich sicher sein will, dass sein Eigentum mit bester Qualität überwacht wird, der greift zum Beispiel zu unserem Profimodell der Reolink 5 Megapixel PTZ WLAN-Kamera. Diese besitzt eine Super HD-Auflösung, also kommt mit 2560x1920 Pixeln Auflösung, 5 Megapixel und Vollfarbnachtsicht. Diese wird durch Infrarot-LEDs gewährleistet, aber auch durch die Scheinwerfer, welche eine Infrarotnachtsicht bis zu 60 Metern ermöglichen. Damit ist sie ideal für Außenbereiche, die auch nicht allzu gut beleuchtet sind, weil wie gesagt hier ein Scheinwerfer dabei ist. Dieser springt auch automatisch an, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, beziehungsweise genau gesagt einen Menschen. Und so kann diese Kamera per Auto-Tracking den Menschen auch verfolgen, was durch die 360 Grad Schwenk und 90 Grad Neigbarkeit der Kamera ermöglicht wird. Also genau wie bei der Citronix Kamera ist diese hier sehr, sehr stark neig- und schwenkbar in alle Richtungen und hat hier ebenfalls auch einen fünffachen optischen Zoom. So kann sie Eindringlinge mühelos erfassen und schickt dann genau wie das Citronix-Modell auch eine Sofortbenachrichtigung an das eigene Smartphone oder sämtliche Devices, die mit der Kamera verbunden sind. Sehr gut gefällt uns dabei das Reolink-System, die App, die hier mit dabei ist. Hier kann man nämlich wirklich nach Personen, nach Autos oder sonstigen Bewegungen filtern, die die Kamera im Laufe des Tages erfasst hat, und so ist es viel einfacher, wichtige Videos, die im Laufe des Tages aufgenommen wurden, wiederzufinden. Auch kann man bei der Kamera eine bestimmte Patrouille einstellen, also ein bestimmter Weg, den die Kamera abschwenkt. Man hat hier bis zu 16 Voreinstellungen bei der Patrouille und auch 64 spezifische Punkte, die man separat ansteuern kann, sowohl manuell zu einem bestimmten Zeitpunkt als auch als tägliche Voreinstellung. So hat man hier einfach noch mehr Möglichkeiten bei der automatischen Überwachung und das spielt natürlich auch sehr gut mit der hohen Kameraqualität, sowohl bei Tag als auch bei Nacht zusammen. Auch einstellen kann man hier bestimmte Bewegungszonen, auf denen sich die Kamera konzentrieren soll. Eine Zwei-Wege-Audio, dass man also auch mit Besuchern, Einbrechern, was auch immer sprechen kann, diese eventuell verjagen kann, und gespeichert werden die aufgenommenen Daten auf einer SD-Karte. Bis zu 256 GB kann man hier erweitern oder in der Reolink Cloud. Ja, das ist unser Profi-Modell, weil sie natürlich die beste Kameraqualität hat, eine sehr starke Neig- und Schwenkbarkeit und einen sehr starken Zoom, genau wie das Citronix-Modell, und ansonsten auch alle wichtigen Funktionen mitbringt. Zusätzlich auch noch hier Sondereinstellungen wie die angesprochene Patrouille und allgemein das starke Reolink-Ökosystem mit den Reolink-Programmen und Apps, die sehr, sehr benutzerfreundlich gestaltet sind. So, für welche Kamera habt ihr euch nun entschieden? Lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen. Wir hoffen jedenfalls, dass hier was für euch dabei war. Wenn dem so ist, lasst uns gerne mal eine Bewertung da und schaut auch in der Videobeschreibung für nähere Infos zu den drei Modellen vorbei.